Heute wird ein Beitrag, den ich höchstwahrscheinlich in einem durchmachen kann und der, wie ihr seht, nur nackte Füße bietet. Und ich bin der Meinung, dass wenn man einen Stiefelkanal hat und nebenbei noch einen Block, dann sollte man auch darauf hinweisen, wie das Bein für den Stiefel einigermaßen in Form bleibt. Damit sind wir dann auch schon wieder locker übergeleitet bei meinem heutigen Thema. Mein heutiges Thema ist Sport und nicht irgendein Sport, sondern Hyrox. Das ist meine Ladder of Fame. Ja, das, was ich hier so ein bisschen verquer halte, ist ein Trainingsplan. Und alle Hyroxler kennen natürlich diesen Mann. Er ist der aktuelle Weltrekordhalter, Hunter McIntyre. 54 Minuten. Den ganzen Parcours, wer es schon mal gemacht hat, der wird wahrscheinlich meine absolute Ehrfurcht, das ist das richtige Wort, ja, teilen. Also ich brauche schon 54 Minuten fast fürs Laufen. Es wurde damals und wird immer noch die Challenge für jedermann beworben. Das sollte sagen, dass es eigentlich jeder kann. Natürlich nicht, wenn er 30 Jahre auf dem Sofa gesessen hat, gar keinen Sport macht oder so. Aber es hieß, du musst kein Leistungssportler sein, um diese Challenge anzunehmen. Das erste Mal ist vorbei und wir wollen weitermachen. Es wird nie mehr so sein wie beim ersten Mal, weil jetzt haben wir auf einmal eine Erwartungshaltung. Wir wollen besser durch als beim ersten Mal. Das ist menschlich und ich finde, das beinhaltet das Wort Challenge auch. Also ne, die Herausforderung bleibt und natürlich auf einem anderen Niveau. Ja, man braucht immer Ziele, man braucht etwas, worauf man hinarbeitet und man muss es machen und zwar gleich, weil morgen wird es nichts. Da kommt immer was dazwischen. Ich habe diesen Plan bekommen und wie gesagt, er ist von einer, wir können ihn durchaus Ikone nennen. Es ist natürlich auch wichtig, dass man Menschen oder Direktiven hat, die einen so ein bisschen an die Hand nehmen und helfen, so ein Training halt auch durchzuziehen. Ich habe erstmal Übersetzungsarbeit geleistet, weil gerade im HYROX CrossFit gibt es so viele Übungen, die Namen haben, mit denen man so gar nichts anfangen kann. Das dauert auch eine Weile. Also selbst bei mir, und ich kannte schon einige, hat es echt gedauert. Dann muss man Pfund in Kilo umrechnen und Meilen in Kilometer. Also ich kann damit immer ganz gut umgehen, wenn mir jemand das alles so irgendwie so vorgibt. So eigentlich schon fest vorgegeben, das Einzige, was man machen muss, ist sich auch selber ja, einschätzen, welches Gewicht, mit welchem Gewicht starte ich, welches Gewicht macht Sinn und wie steigere ich das Gewicht, sodass ich ja, den maximalen Effekt an diesem Plan habe. Wir gucken aber mal vorne drauf, da steht Elite Guide. Ja, dieser Mann ist nun auch Weltrekordhalter. Also wir reden hier nicht von Jedermann. Ich bin Jedermann, inzwischen ein bisschen besser trainierter Jedermann und das ist die Elite. Ja, dann mache ich auch mal so eine kleine Blog-Serie und ich werde sie dann vielleicht auch Hyrox Blutgeleckt nennen. Denn ich denke, der Unterschied jetzt auch, obwohl er hat natürlich für Frauen wie für Männer geschrieben, aber eben für Leistungssportlerinnen, ist nicht ohne. Und ich versuche jetzt einfach mal das runterzubrechen auf ein moderateres. Also sagen wir mal ein Jedermann-Leistungstraining. Natürlich kann auch nicht jeder zweimal am Tag trainieren. Also das ist fortgeschritten und dann muss man schon sehr, sehr viel wollen. Ich finde, da ist es auch ganz wichtig, immer Alternativen aufzuzeigen. Das ist fix und das ist eigentlich obendrauf. Also Pflicht und Kür. Wenn man erstmal Blut geleckt hat, ich glaube, dann möchte man das auch machen, in diesen Flow zu kommen. Irgendwann zu wollen und nicht zu müssen. Geburtstag von mir, von Staigu und es gibt Themen, die über Füße, Beine und Stiefel hinausgehen. Wir lassen uns überraschen. Vergesst nicht, wenn es euch gefällt, viel Stiefel, aber auch andere Themen, dann liked den Beitrag und abonniert den Kanal. Ich freue mich, wenn ihr mir trotzdem gewogen bleibt, auch ohne Stiefel. Und ich würde mich freuen, wenn auch wieder mehr Sportler gucken und auch die Hyrox-Fans sind sehr gerne eingeladen. Und wie gesagt, ich bin immer offen für Feedback, Kommentare, Kritik und für Input. Ganz, ganz wichtig, davon lebt, finde ich, so ein Kanal und davon lebt vor allen Dingen ein Blog. Wir sehen uns.